Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Das kann nur gut werden. Herzlich willkommen bei Crossover. Ja, lasst der lieben Minimi bitte ein Abo, also bei mir. Und geht auch bei der Muni auf den Kanal und lasst dort auch ein Like, Abo und Coda. Hallo, hier liegen Liv und Gail, glaube ich, auf dem Boden. Oder, wir wissen es nicht, du musst ab und zu mal die Namen so drüber schreiben, damit ich bei den Zwillingen weiß, wer da jetzt liegt. Ja, wir sind noch im Urlaub, nehme ich an. Ja, oh ja, Freysha, das kenne ich auch, die hat bei mir auch eine Wahnsinnssauerei hinterlassen in der Bude. Ach Gott, ich glaube, du fühlst dich so ein bisschen zurück. Was habe ich hier gelacht? Ich dachte im ersten Moment, es sei Mercia. Aber seht selbst. Ich habe auch gedacht, es wäre die Mercia. Oh mein Gott! Kalifee war gar nicht zu Besuch, sie kann nur deswegen und ging dann wieder. Oh mein Gott, ehrlich? Oh mein Gott, was machst du da, Kalifee? Hallo, Familie! Ich bin's, die Kalifee. Ich stelle mich einfach mal so. Die hat aber eine Unterwäsche an, wie man sieht. Ich stelle mich da Unterwäsche hin. Und die Kinder und die Babys machen Bauchzeit. Elijah und der Damon, ne? Die Freysha kleckert den Grundfall voll. Was ist denn das hier für eine seltsame Zusammenstellung? Und die steht da einfach und macht was? Oh mein Gott. Jetzt macht die wirklich hier Self-Wuhu? Ah, Mann, mir bricht dauernd die Aufnahme ab hier. Ich hoffe, es legt sich jetzt. Ja, okay, okay. Ja, sorry, bei mir bricht dauernd die Aufnahme hier ab und ich weiß nicht. Na, hat dir gefallen, was du gesehen hast? ja, ihm hat es bestimmt gefallen. Dem Damon eher weniger, da ist ja aus dem Raum geflüchtet und die Kleinkinder verstehen sowieso noch nicht, um was es da geht. Ja, hallo Gail, oh wie süß, du kannst jetzt herum, wie heißt es, hüpfen? Krabbeln ist es ja noch nicht. Aber er schlurft auf dem Boden herum, so hüpf, hüpf, tüdelü, tüdelü. Also die Kalifee ist wieder gegangen und hier war so so ein bisschen, ja, ne? Ich mache dich ein bisschen an und verschwinde wieder nach meinem Selbst. Super peinlich, aber doch so witzig irgendwie. Ja, Damon ist jetzt und bringt die Kleine ins Bettchen und da wird die nächste rausgeholt. Da wird natürlich bestimmt auch Bauchzeit miteinander verbracht. Und ja, also bis jetzt bricht es alle paar Sekunden ab und so macht es ehrlich gesagt keinen Spaß. Ich nehme mal an, es liegt an meiner vollen Festplatte. Wobei das Programm, naja, egal. Irgendwie kriege ich das schon hin. So, da wird dann Bauchzeit verbracht. Wirst da auch Bauchzeit verbracht oder nicht? Oder doch, oder nicht? Aber die Kleine hat was gelernt. Ja, was hat sie denn gelernt? Das wissen wir nicht. Oh, guck mal, Gail, wie süß. Habt ihr gesehen, der hat sich so einen Baustein genommen. Können die schon spielen? Süß. Ja. Hi, Mercia, was machst du jetzt? Nimmst du jetzt die eine der Zwillingsdamen und bringst du sie raus oder so? Da wurde wieder was gelernt. Also heute ist ja ganz schön was los mit der Lernerei. Hallo, Elliot. Hallo, hallo, du bist auch da. Machst du jetzt auch Sauerei dahin? Ja? Oder er geht schlafen. Okay. Gute Nacht, kleiner Mann. Schlaf schön. So süß. Gehört halt alles dazu, ne? Die Kleinen sind immer so die Hauptrolle. Huch, Gesundheit. Ja, Freysha kommt wieder, geht wahrscheinlich jetzt auch schlafen. Und ja, es wird halt Zeit für die Kids alle. Sollen sich jetzt ins Bettchen legen, schlafen und ich nehme mal an, dann beginnt ein neuer Tag. Ja, schön wär's. Spulst du da? Ja, das sind sie alle. Alle Kinder von Mercia und Damon wieder mal in einem Raum vereint. Eigentlich gar nicht so schlecht. Spart Platz, ja. Und auch er geht ins Bettchen. Gute Nacht, ihr Lieben. Träumt schön. Ihr könnt an der Stelle gerne rübergehen zu Muni auf dem Kanal. Ganz, ganz, ganz viel Liebe da lassen. Ihr Challenge, wie heißt es jetzt wieder? Dewey's Challenge, glaube ich. Die Unterschiede im Stammbaum-Challenge spielt sie. Macht sie sehr gut.
Und es wird immer spannender. Also ich empfehle euch da die ganzen Folgen nachzugucken. Oder zwischendrin hat sie auch mal so eine Sammlung gemacht von allen Folgen, was so war. Und das könnt ihr euch angucken und dabei bleiben. Macht sie echt gut und mal gucken. Oha, wird da Geburtstag gefeiert? Oh, es wird Geburtstag gefeiert. Es sind drei Kuchen. Wo der dritte jetzt gelandet ist, ich weiß es nicht, aber das sieht sehr vielversprechend aus. Und ja, da bin ich gespannt, wie sie dann aussehen werden, wenn die drei Kleinen zu Tottlern werden. Ach, wie süß, du räumst die Flasche in die Spülmaschine. Cool. Oder sind das? Ah, nee, das sind zwei Torten. Das war gar keine zweite Torte, die dahingestellt worden ist. Dritte, ich kann ihm erzählen. Da nehme ich mal an, dass heute Fraser und Elliot noch Geburtstag feiern und wir ein Umstyling sehen. Also neue Teenager. Juhu, mein lieber Damon, ich komme zu dir. Wir machen noch mal hier ein bisschen Lübebä in die Pool, in die Hot Pool. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Hopp. Nein, noch nicht. Wir saßen nur da. So, Elliot malt hier ein Herbstbild, soweit ich es erkennen kann. Und ich nehme mal an, es ist der nächste Tag, weil haben wohl alle ausgeschlafen. Guten Morgen. Ja, Damon ist jetzt aus der Pfütze herauf, raus. Ich kann nicht mehr reden. Ist aus der Pfütze herausgekommen. Und ja, da wird ein bisschen geplaudert. Was macht denn da Damon? Da spielt er nur. Oder. Ja, ich würde auch ganz gerne mal das Bild sehen, was der Kleine hier fertiggestellt hat. Vielleicht hängt man es an die Wand oder so. Sorry, Schniefi, Schniefi. Ah ja, okay. Das Problem habe ich auch immer, wenn ich so im Tabulator-Modus unterwegs bin und irgendwo hinfliege, fehlt immer irgendwas. Hallo, da hast du wieder was gelernt, Gail. Ja, was gibt's denn Gutes? Wir brabbeln oder was? Oh mein Gott, wie süß. Oh, er hat sich auf dem Bauch alleine gedreht. Ja, ich wüsste so gern, was die da immer lernen, ne? Ja, krabbeln, krabbeln. Oh, er übt krabbeln. Guckt mal, ganz allein macht er das. Ja, hallo, ihr Lieben. Die babbeln, plaudern ein bisschen miteinander. Und der Elijah kommt und schaut zu, wie eins der Zwillinge. Entschuldigung, ich kann die halt nicht auseinanderhalten. Wie eins der Zwillingsmädchen schläft und jetzt holt er sie raus. Weckt sie und zieht sie an. Und die Messia holt auch die Kleine raus. Oder war das super effiziente Babypflege? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie jetzt umgezogen, die beiden Süßis. Und ich hoffe. Entschuldigung. Ich hoffe, wir sehen eine Geburtstagsfeier und nochmal umziehen. Ah ne, der hat sie jetzt gewaschen, habt ihr gesehen? Der hatte jetzt dieses super effiziente Dingsbums da. Und also wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, der Kleine sieht so vom Weiten aus wie der Damon, ne? Also der Gale in der Menschenform. Sieht echt aus wie Daddy. Ups. Diese Animation. Ich bin so froh, dass es nicht nur bei mir so ist. Ja, jetzt kommen sie alle zusammen. Das ist so süß mit der Rückentrage und so. Wie seht ihr das? Ja, hier und da spinnt man Animationen, aber ich finde dieses Zusammenwachsen-Projekt echt niedlich gemacht, was die Kleinen angeht. Gefällt mir halt einfach, weil man da so vieles lernt und ausprobiert. Ja, genau, die Zwillinge haben Geburtstag. Happy Birthday, Fraser und Elliot. Ich bin so gespannt, wie ihr aussieht jetzt gleich als Teenager. Die Folge geht hoffentlich noch ein bisschen. Mal gucken. Ja. Ja, wo geht ihr denn? Hallo, hallo. Wir sind so gespannt. Lauft nicht weg. Nein, wir wollen euren Sprung sehen. Nein. Wo geht ihr hin? In den Schnee wollt ihr springen, zum Großwerden, ja? Oder was? Das Baby hin. Die Guardia, der Damon läuft hinterher. Hallo, Kinder. Ich möchte das gerne sehen. Wir, die Kleine. Ich hasse es, getragen zu werden. Ich will nicht getragen werden. Ja, komm, wir laufen hinterher. Juhu, guck mal, wie der feiert. Der feiert seine Teenager. Seine. Ja, da springt er. Hoch, Elliot ist älter geworden. Und mal sehen. Er ist ja selbstsicher und ein guter Sim. Und sein Bestreben wird sein. Herausragend Bestseller, Meister, herausragender Maler.
Oh, auch gut. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Und die Fraser springt jetzt. Oh. Okay. Und du bist ein Geek und chaotisch. Okay. Und dein Bestreben ist ein Computerfreak? Computerfreak, chaotisch und Geek. Ja, das passt. So, happy birthday, ihr beiden. Ha. Nehmen wir die Frisuren, wie die aussehen. Aber lustig. Ja. Gut, der hat aber auch, doch, der kommt voll nach Damon, finde ich jetzt, ne, so von den gütigen Augen her und so. Und du? Bist ein bisschen komisch geschminkt, aber sonst? Ja doch, die kommt eher nach Mercier, bin ich. Es folgt dein Umstyling. Falls du dich schon verabschieden möchtest, kannst du dies tun. Oder du laberst, wie du magst. Ach, guck mal, die hat da auch. Oh, das ist schon laut, ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man mich hören kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand labert und man ihn nicht verstehen kann. Weshalb ich jetzt an der Stelle halt schon verabschieden werde. Und vielleicht hört man mich später nochmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut! Fraser sieht so toll aus, oder? Also, wirklich optisch super, super, super schönes Himmel, finde ich. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie findet ihr ihr Aussehen? Und diese Knubbelhaare mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. Aber äußerlich ist sie echt super. Also, wow, was da rausgekommen ist, ein super schönes Himmel. So eine schicke Maus. Ja, Moody hat so schön angezogen, fällt mir echt gut. Also der Elisha und der Elliot, die sehen sich so voll ähnlich, ne? Finde ich. Man sieht schon, dass das Geschwister sind. Das ist voll krass. Voll krass. Eigentlich habe ich schon Tschüss gesagt, aber ich gucke mir das ja genauso wie ihr noch an. Also kann ich auch genauso gut mal reinlabern. In der Hoffnung, man hört mich. Ja. Fällt mir voll gut. Beide. Sehr schöne Sims geworden. Und ja, dann war es das jetzt wirklich von mir. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Muni, toll gemacht. Lasst bei der Muni ganz viel Liebe da. Tschüss, eure Minimi.